Je suis ravie de voir actuellement 46 participants dans le public pour cette rencontre en ligne avec Chris Kraus, qui va présenter son livre Baiser ou faire des films en allemand, Sommerfrauen, Winterfrauen, en conversation avec Florent Georgescu. Publié en Allemagne en 2018, la traduction française de Rose Laborie, qui est également dans le public d'ailleurs, sera publié le 21 janvier par les éditions Bellefond. Écrit sous la forme d'un journal posthume, cet ouvrage raconte l'histoire d'un étudiant berlinois à New York dans les années 1990 et ses tentatives d'échapper à son histoire familiale hantée par les fantômes nazis. Jusqu'à présent, Chris Kraus a publié 4 ouvrages littéraires. Baiser ou faire des films en est le dernier et le deuxième à paraître en France. Vous connaissez peut-être l'ouvrage La fabrique des salauds. Nous avons en fait présenté ce livre au Goethe-Institut l'année dernière. Ce livre monumental, vraiment monumental, sur la vie de deux anciens criminels nazis, qui est basé sur l'histoire familiale de Chris Kraus, a été l'un des best-sellers de la rentrée littéraire en France. Je vous souhaite une excellente soirée et je passe la parole à Florent Georgescu. Bonsoir. Merci beaucoup de cette occasion que vous m'offrez de parler avec Chris Kraus, qui est toujours un plaisir. Je dois dire que La fabrique des salauds a été l'an dernier pour moi un choc. C'est un des livres les plus puissants que j'ai lus depuis des années. Ce qui crée une sorte, ce qui crée toujours une sorte de peur quand un nouveau livre arrive du même auteur, d'un auteur qui a été capable de nous procurer un tel choc, justement. Et ça a été pour moi une merveilleuse surprise de découvrir ce nouveau livre, Baiser ou faire des films. Une double surprise, en fait, d'abord parce que c'est à nouveau un livre d'une grande puissance et d'une très grande beauté, enfin, qui arrive à créer quelque chose de rare, qui a une tonalité, un univers tout à fait unique, qui sont passionnants. Mais en plus, il est dans tout autre registre que La fabrique des salauds. Et ça, c'est un plaisir de plus que de constater cette capacité de mouvement chez un auteur, de passer de ce qui était, comme vous l'avez rappelé, une fresque qui courait à peu près sur tout le XXe siècle à travers des figures impliquées dans les événements les plus tragiques de l'histoire. Et on se retrouve tout à coup avec un jeune homme, un encore jeune homme, disons, qui n'a apparemment et personnellement rien à voir avec les grandes tragédies de l'histoire, même si elles sont toujours là et si elles le hantent toujours. Et on est surtout sur un registre qui est picaresque, parfois drôle, touchant. Dieu sait que les personnages de La fabrique des salauds étaient forts et inoubliables, mais enfin, on ne peut pas dire d'eux qu'ils étaient particulièrement attachants. Et là, on a affaire à une galerie de personnages tous très attachants. Et d'abord, ce personnage central, Jonas, qui raconte les 2 mois qu'il passe à New York dans ce journal, et qui est un personnage merveilleusement gaffeur, avec un don merveilleux pour l'échec et pour l'incertitude, et avec une capacité à attirer autour de lui le malheur du monde, qui lui tombe littéralement sur la tête en permanence, qui en fait un personnage qui n'est pas loin au fond d'un univers burlesque et poétique, qui est vraiment, qui sont des qualificatifs qu'on ne pouvait pas vraiment employer pour le précédent livre, en tout cas pour les personnages du précédent livre. Donc, Chris Kraus, je voulais vous demander. Vous entendez parler d'abord de ça, de cette question du registre, de cette envie que vous avez peut-être eue après La fabrique des salauds de sortir du registre que vous aviez exploité, des différents registres que vous aviez exploités. Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce registre, pardon, vers ce registre-là, à changer de ton tout à coup? Ja, schönen guten Abend erstmal. Also ich könnte stundenlang zuhören, natürlich, weil der Autor hier doch sehr viele Komplimente erhält. Das ist für das unsichere Ego jedes Autors schön, für mich natürlich auch. Viel, viel lieber würde ich das Gespräch mit Ihnen natürlich in Paris machen, in dem Goethe-Institut selbst. Ich war ja letztes Jahr dort und wir hatten uns schon mal unterhalten. Das war wirklich ganz wunderbar. Zur selben Zeit übrigens. Das ist uns leider nicht gegönnt. Ja, auf Ihre Frage komme ich gerne zurück. Ich habe an dem Buch, das Sie ja auch en passant erwähnt haben, Das kalte Blut,
wirklich sehr lange gearbeitet und das waren, glaube ich, insgesamt 10 Jahre. Zwischenzeitlich hatte ich auch überlegt, gar nicht zum Ende zu kommen, weil meine Familiengeschichte in dieser fiktionalen Geschichte auch teilweise verwoben war. Und als ich dieses Monster endlich erlegt hatte, wollte ich was vollkommen anderes machen vom Ton her. Genau das war mir sehr wichtig. Ich komme eigentlich als Autor, als Filmautor von der Komödie. Damit habe ich begonnen, meine Brötchen zu verdienen. Ich habe mich auch um Humorspuren im Kalten Blut, das ja von seiner Gattungsart eigentlich eine Satire ist, habe ich mich auch bedient. Aber hier wollte ich ein anderes Lebensgefühl einfangen, und zwar ein unschuldiges. Und ich habe mich erinnert an meine eigene Zeit in New York im selben Jahr, in dem auch jetzt die Fiktion spielt von Sommerfrauen, Winterfrauen, und habe diese Realität, die es damals gab, oder die Teile der Realität ausgebeutet für eine Korrektur dieser Realität, sprich eine Erfindung. Und bin ganz froh, dass ich sehr viele sympathische Figuren zeichnen konnte in einer vollkommen anderen Umgebung. Aber natürlich hat dieses Buch auch mit Vergangenheit zu tun, Vergangenheit, die in diese scheinbar unbefangenen Figuren eindringt. Und das spielt schon auch eine Rolle. Es gibt also auch eine Kontinuität subkutan zwischen beiden Büchern. Ce sont des personnages innocents dans un monde coupable, comme disait Hitchcock de ces personnages. D'ailleurs, on pourrait penser à ça, puisque Jonas est en effet cette sorte d'innocent qui doit choisir, et tout est compliqué parce que tout est plus dur que ce qu'il pourrait imaginer. Mais en plus, il a derrière lui cette sorte de fantôme qui lui court après et qui est le fantôme qui est votre précédent livre, en somme. Il est poursuivi par le fantôme du passé nazi. Et on y reviendra peut-être longuement, parce que c'est une dimension importante du livre. Mais je voudrais, pour commencer, parler peut-être du titre, ou plutôt des titres, puisque, en l'occurrence, le titre allemand et le titre français sont assez radicalement différents. Et peut-être pour commencer, j'aimerais que vous me parliez du titre allemand, qui est « Femme d'été, femme d'hiver », qui sont deux concepts, si je puis dire, qui sont tout à fait structurants dans le livre, et c'est un très bon titre. Le titre français aussi, on va y revenir après, mais pour d'autres raisons, en tout cas, « Femme d'été, femme d'hiver », c'est un peu ce à quoi Jonas a affaire, c'est-à-dire qu'il y a à choisir, et il doit choisir entre beaucoup de choses, mais aussi notamment entre les femmes d'été et les femmes d'hiver. Qu'entendez-vous par là, ou plutôt, qu'est-ce que les personnages qui emploient ces mots dans le livre entendent par là ? Ja, also dieser Titel ist selbsterklärend, wenn man das Buch liest und relativ naheliegend auch. Ich finde den Titel, den die Franzosen gewählt haben, also Belfond gewählt hat, wirklich viel, viel, viel besser. Ich war wirklich begeistert. Sowohl der deutsche Titel als auch der französische Titel beziehen sich auf Zitate, die aus dem Buch entnommen sind. Nun ist das Zitat, das die Franzosen genommen haben, sehr, sehr, sehr viel anzüglicher, auch direkter und irgendwie auch charmanter. Ich muss dazu, ich komme gleich auf Ihre Frage, aber ich muss dazu sagen, dass ich sowieso, also ja, das klingt so ein bisschen anbiedernd, aber ich bin begeistert, wie der Verlag in Frankreich aus eigener Macht und Gehirnanstrengung an der Art, wie das Buch präsentiert wird, gearbeitet hat. Und da ist ein Titel ja unheimlich wichtig. Und Sie haben bei dem ersten Buch, das ich rausgebracht habe, das ja auf Deutsch das kalte Blut hieß, also das heißt Le Sang Froid, glaube ich, auf Französisch, haben die eben auch sowas, einen so einen Wahnsinn gemacht und haben daraus die Arschlochfabrik gemacht, La Fabrique des Salauds. Das wäre in Deutschland gar nicht möglich. Mein deutscher Verlag wäre umgefallen. Aber ich fand das so großartig, weil so es eben nicht nur auf der Oberfläche reißerisch ist, sondern unten drunter natürlich auch unheimlich viel erklärt, wie Monster gemacht werden. Und so ähnlich war das jetzt beim neuen Buch auch. Ich fand das halt viel, viel klarer auf die Direktheit
der Handlung zu gehen. Denn bei Sommerfrauen, Winterfrauen geht es vor allem um eine Entwicklungsgeschichte, um einen Lernprozess eines noch dazu Studenten, der schon vom Wortsinne her vor allem studieren, also lernen soll. Und er lernt von einem schwulen, völlig exzentrischen, wahnsinnigen Filmemacher das wilde Leben und nicht nur in New York, sondern unter New York und unter seiner eigenen Person. Und deshalb fand ich dieses Zitat, was ist Ficken oder Filme machen, also Baiser ou faire des films, einfach großartig. Jetzt habe ich lange ausgeholt, Entschuldigung. Habe ich eigentlich Ihre Frage schon beantwortet? Ja, ich glaube, Sommerfrauen, Winterfrauen nicht wirklich, aber das ist auch nicht so interessant. Eh bien, mais l'un des charmes du titre français est son ironie, parce que enfin, si on regarde la vie de Jonas pendant le livre, on ne peut pas dire qu'il baise et on ne peut pas dire non plus qu'il fasse des films, au bout du compte. Le titre est bon, justement, parce que l'ironie dit quelque chose de très juste du livre. Mais peut-être... Restons en effet sur le titre français, si vous voulez, et c'est peut-être le moment justement de lire le passage auquel vous avez pensé, que vous avez eu envie de lire, parce que si nos auditeurs veulent comprendre d'où vient précisément le titre dans le livre, ça tombe bien, c'est dans le passage que vous avez choisi de lire. Je l'introduis en un mot simplement pour dire que le maître, le professeur de votre protagoniste est... que vous décriviez très bien comme une espèce de monstre excentrique, drôle et provoquant, est au centre de ce passage. C'est lui qui va dire à ses élèves, enfin, qui va d'abord donner à ses élèves un poème, et ce poème est peut-être le programme de la formation de Jonas dont vous allez parler. Ce personnage qui est Lila dans le livre est central dans ce passage. Mais il sera aussi question d'une fille, d'une femme qui est très importante dans le livre, même si elle en est à l'arrière-plan, puisque c'est Ma, la petite amie de Jonas, qu'il va laisser à Berlin pendant ce périple initiatique à New York. Mais donc, si vous le voulez bien, entendons tout de suite le texte, parce que c'est quand même la meilleure manière de découvrir un livre. Ja, das mache ich sehr gerne. Die Stelle ist relativ am Anfang und Sie haben tatsächlich schon alles, was man wissen muss, um die Szene einordnen zu können, gesagt. Muss ich mal schauen, wie ich mich hier hinsetze, dass ich das lesen kann. Ich glaube, so geht's. Alles fing so revolutionär an. Also was man eben revolutionär finden kann an einer Hochschule. Das vermutlich abstruseste Seminar, das die Filmakademie je gesehen hat. Es geht nämlich um ein Seminar an einer Filmakademie in Berlin. Ich war ganz elektrisiert, als ich mich im offiziellen Vorlesungsverzeichnis, ein Kursangebot angrinste, das ausnahmsweise mal nicht somatische Empathie bei Hitchcock oder Modalitäten aktuelle Diskursivität im Archivkunstfilm hieß, sondern was ist schöner, ficken oder Filme machen? Natürlich typisch Lila in Großbuchstaben. Das sorgte für Aufmerksamkeit, nicht nur bei mir. Zumal unter Seminarbeschreibung auch noch das folgende sogenannte Lehrgedicht von Seminarleiter Professor von Dornbusch, also Lila, abgedruckt wurde. Du, mein geiler Studentensee, kleines Lehrgedicht. Du, mein geiler Studentensee, Lumpi-Platsch, Loch, lustiges Loch, Tütelü. Baby spielen, Po eincremen, Windel wieder eingeschissen, so bist du. Mein Rat, er kommt von Herzen. Erkenne dich selbst. Verschlaf die Zeit und schreib die Träume auf und rede viel. Und filme das Schweigen und such dir Freunde, die dich hassen. Da lässt sich viel draus machen. Und wenn du liebst, dann lieb den Falschen. Denn Glück ist der Tod eines jeden Filmregisseurs. Und bitte, bitte keine Filme schauen. Kein Fernsehen, keine Kunst und kein Gedicht. Nur dein Lachen, dein Weinen darfst du sehen und deine großen Zehen.
Und bitte auch kein Fax, kein Telefon, sondern nur ein Mensch aus Holz, dem du gestehst, dass du auch Stärken hast. Und bitte schlaf im Freien und fang den größten Vogel und fahr zur See und geh ins Kloster oder nach New York. Und in keine Talkshow und bitte um Vergebung für all die schlechten Filme deiner Freunde, damit du nicht so wirst wie der Nächste. Denn Hässlichkeit und schlechter Geschmack sind ansteckend. Drum such dir einen Platz in meinem Seminar und film dich selbst. Mit Wonne in der Sonne, beim Sex und sei pünktlich, immer dein Lila von Dornbusch, Leiterfachbereich 3, Raum 421. Natürlich dachten alle, dass es sich um nichts weiter als durchgeknallte Lyrik handle. Und die durchgeknallte Lyrik eines alternden, von seinen Kollegen verachteten Regisseurs von gestern, der vor seinen Eleven über Eros und die siebte Kunst schwadronieren möchte und dafür eine griffige Formel braucht. Aber nein, schief gewickelt. Wir sollten uns tatsächlich beim Sex filmen, wie im Lehrgedicht angedroht. Und zwar gleich zu Anfang, als Hausaufgabe für die allererste Unterrichtsstunde. Als ich Ma davon berichtete, hatte sie kein Problem damit. Nach außen wirkt sie so körperlos manchmal. Aber sie hat mehr Selbstverständnis, mehr Spielerisches als ich, was Sex anbelangt. Vielleicht, weil sie mit dem Tod vertrauter ist. Ich kam mir albern vor, als ich die Kamera aufstellte, genierte mich. Aber sie kicherte nur, zog sich gut gelaunt die Hose aus, legte sie zusammen, zog die Unterhose aus, legte sie zusammen und zog danach auch meine Hose und meine Unterhose aus und legte alles zusammen. Wie immer irgendwas Zwanghaftes. Allerdings behielt sie das blaue T-Shirt an, wollte nicht, dass man ihre Brüste sieht, weil sie die zu klein findet. Was ist an kleinen Brüsten falsch, fragte ich. Also du findest sie auch zu klein? Nein, ich finde sie super. So groß ist dein Schwanz nämlich auch wieder nicht. Wer hat das behauptet? Du tust so, als müsstest du darüber nie nachdenken, als hättest du keine Komplexe. Du hast jede Menge Komplexe, schon wegen der Nazis in deiner Familie. Die hatten bestimmt auch kleine Schwänze. Wollen wir anfangen? Nimmt das Ding eigentlich auch auf, was wir sagen? Fragte sie. Als es vorbei war, musste ich ihr mitteilen, dass ich die Kamera nicht angestellt hatte. Ich schaff das nicht. Trau mich nicht. Brachte zerknirscht ein leeres Videoband mit zu Lila, der uns alle mit Gebäck und Teechen empfing, um unser Ficken zu beurteilen. Er saß auf seinem Tittenthron wie ein honoriger Kannibalenhäuptling mit gutem Appetit. So wurde es aber gar nicht. Denn Lila wollte den Kram nicht sehen, guckte sich nichts an, sondern sagte mit seiner glucksenden Oberlehrerstimme, dass er sich nichts Langweiligeres vorstellen könne, als Anfängersex von Akademikerkindern aus der Mittelschicht, die auch noch heterosexuell sein wollen. Merci beaucoup, Chris. Je crois que ça donne une assez bonne idée de la nature du livre, même si on est au tout début, avant que ne commence l'aventure new-yorkaise de Jonas, si on peut appeler ça une aventure. Mais justement, c'est tout en même temps sort peut-être de ce poème. Et à propos de ce poème, j'avais envie de vous en parler, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous vous êtes souvenu pour ce livre de votre propre séjour à New York dans les mêmes années. On ne peut pas s'empêcher de penser d'ailleurs qu'il y a nécessairement une part autobiographique dans l'histoire de cet étudiant en cinéma à Berlin, alors que vous-même avez été étudiant en cinéma à Berlin. Je ne sais pas donc quelle est exactement la part, mais il y en a une qui apparaît, c'est la présence dans le livre, d'une certaine manière, de celui qui a été votre réel professeur de cinéma, je crois, Rosa von Proneim, à qui le livre semble dédié, puisqu'il est dédié à Rosa. Et surtout, dans les remerciements, vous dites que il est le premier que vous remerciez dans ces remerciements, et vous le remerciez notamment de vous avoir permis d'emprunter des extraits d'un poème didactique qu'il a écrit et publié. Est-ce que le poème qui est au cœur de cet extrait n'est pas justement fait en partie de citations de votre professeur Rosa, qui a ce point commun avec votre personnage de porter un prénom féminin? Peut-être y a-t-il d'autres points communs? Ja, Sie haben mir jetzt so viele Möglichkeiten gegeben,
auf vielerlei Art zu antworten, dass ich mich für einen entscheiden muss. Zunächst einmal glaube ich, für mich trifft das jedenfalls zu, Erzählen hat eben immer damit zu tun, mit Realitäten zu arbeiten, mit Wirklichkeiten zu arbeiten. Beim Kalten Blut habe ich das auch getan, aber auf eine andere Art und Weise. Hier bediene ich mich zum Teil ja bei meiner eigenen Biografie, aber das, was daraus folgt, ist natürlich ein, was ich vorhin schon sagte, ein Verändern der Realitäten zu einer anderen stofflichen Art. Das heißt, natürlich gibt es in der Substruktur Parallelen zu dem, was ich tatsächlich als Filmstudent erlebt habe, aber es ist keine Autofiktion im reinsten Sinne. Also ich glaube nicht, dass es wirklich ein alter Ego ist. Aber vieles habe ich tatsächlich erlebt und da komme ich gerne auf Rosa von Braunheim zurück. Mit dem bin ich tatsächlich 1996 auf eine sehr ähnliche Weise wie im Roman geschrieben nach New York geflogen und habe viele Dinge erlebt, die sich auch im Roman mehr oder weniger spiegeln. Rosa hat mich aber nicht nur wegen dieses Seminars sehr beeindruckt, sondern ich war zur damaligen Zeit wirklich verzweifelt an dieser schrecklichen Film- und Fernsehakademie, die sehr akademisch war, sehr unsinnlich, sehr, sehr theoretisch in der Art und Weise, wie den Studenten Film beigebracht werden sollte. Und dann kam eben dieser Wahnsinnige, dieser Irre Rosa und machte erstmal ein Sexseminar, bei dem wir uns alle beim Sex filmen sollten. Etwas, was heute bei MeToo irgendwie gar nicht mehr möglich scheint. Der kommt eben aus der 68er-Bewegung und sagte auch ganz klar zu uns, Kunst ist alles, was direkt ist. Er geht von einem sehr naiven Realismus aus und für ihn ist eben Sex auch Kunst. Zwischen zwei oder fünf Leuten, manchmal auch alleine. Und das hat mich eben so beeindruckt, dass ich bis heute mit Rosa Eng befreundet bin. Und ja, das war der Ausgangspunkt der Geschichten, die ich in dem Roman verarbeitet habe, aber vor allem der Ausgangspunkt auch für eine doch große Liebe. Und ich bin, ja, ich schulde wirklich Rosa sehr, sehr viel für meinen Beruf und auch für meine persönliche Entwicklung. Und deshalb habe ich ihm das Buch gewidmet. Je sentais bien qu'il y avait ce genre, une présence de von Pronheim, dont l'œuvre cinématographique est d'ailleurs à l'extravagance et la poésie folle de qui traverse le livre. Enfin, on sent qu'il y a une parenté presque entre vous. Mm-hmm. Cela dit, j'aimerais parler particulièrement des personnages féminins, parce que c'est un des charmes, une des forces de vos livres, en tout cas des deux livres que j'ai pu lire, en ne lisant pas l'allemand. Il y a toujours... Enfin, les personnages féminins dans La Fabrique des Salauds étaient dans cette zone d'étrangeté où vous aimez, semble-t-il, placer les femmes. Et ici, c'est particulièrement net avec la petite amie berlinoise de Jonas, mais aussi avec un personnage qui va devenir de plus en plus central, qui est Nell. Je ne sais pas comment il faut exactement prononcer son nom, vous nous le direz. Nell la sirène, qui est une employée d'ailleurs, enfin une stagiaire de l'Institut Goethe de New York, donc nous sommes en terrain connu. Et je dois dire que ce personnage est une des plus belles choses qui soient arrivées au lecteur de ce livre. Je reviens quand même sur cette idée de femme d'été et de femme d'hiver, parce que si on pense à Nell, ça dit quelque chose de... Elle incarne la femme d'été, peut-être, ou quelqu'un qui est prêt à devenir une femme d'hiver pour le personnage. Enfin, elle me paraît... un des pôles magnétiques de ce livre, et donc j'avais très envie simplement de vous en entendre parler, mais peut-être à travers cette question de la femme d'été. Quand même, j'aimerais bien vous entendre dire de quoi il s'agit. Naja, die Rasse der Frauen ist natürlich eine sehr entscheidende und ja, diese Figur Jonas ist sozusagen in der Zange zwischen diesen beiden, ja nicht nur Individuen, sondern auch, da ist es auf die Spitze getrieben, Konzepte. Aber es fällt mir natürlich schwer, da
Also ich muss dazu sagen, das ist natürlich eher eine literarische Erfindung von beiden. Ich habe so das Gefühl, bei Nele könnte sich so das Klischee der Französin in Anführungszeichen wohlfühlen. Also die Nele ist so ein bisschen crazy, macht so schreckliche Sachen, ist so komisch und hat natürlich auch wie jeder Mensch eine Tiefe. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Kontrasten. Und das betrifft Konzepte von Büchern, also das Aufeinandertreffen von Tragödie, Komödie, von Burleske und Lyrik, aber auch von Figuren, die gegeneinander gesetzt sind und auch natürlich von Individuen, die in sich selbst explodieren. Das heißt, natürlich ist Nele, die in einem kleinen Feuilleton fast als Sommerfrau beschrieben wird, viel mehr als das. Aber es geht natürlich um die Leichtigkeit auf der einen Seite des Lebens, symbolisiert durch diese Nele, die scheinbare Leichtigkeit, und auch den Schrecken auf der anderen Seite, symbolisiert durch die Ma. Da ist er durch das Prinzip Sommerfrau schon durch. Und überhaupt finde ich ja, ist man in der Adoleszenz, ich bin jetzt ein alter Mann, aber erinnere mich wehmütig sozusagen an die Jugend. Ist man gerade in der Adoleszenz genau in diese beiden Extreme eingezwängt? Gerade als 20-Jähriger. Dieses Buch stellt ja 20-Jährige, 20-Somethings ins Zentrum. Die großen Sehnsüchte, zu denen man noch hin möchte, und die Angst, die aus der Kindheit kommt, trifft aufeinander. Und so habe ich auch diese beiden Frauenfiguren mehr oder weniger versucht auseinanderzuziehen als Konzept. Oui, il faut dire que Ma, quand vous dites Ma et la terreur, Ma est infirmière et elle travaille dans une unité de soins palliatifs. Donc, en effet, la terreur est son métier, si je puis dire. Elle aime dire à Jonas que telle patiente est morte. C'est pas toujours vrai. Mais enfin, au bout du compte, ils meurent tous assez vite. Et il y a d'ailleurs cette part médicale, si je puis dire, cette part qui traverse le livre aussi, parce que Jonas a un trou dans la tête. Jonas est d'une fragilité infinie et il peut dire à des personnages je serai mort dans 6 mois, mais au fond, je ne veux absolument pas dévoiler, en l'occurrence, ce qui est le début du livre, mais parce qu'il y a un prologue dans le livre, mais enfin, peu importe. Mais il ne mourra peut-être pas très vieux, en effet. Mais il y a cette dimension médicale. Ce choc à la tête. Et c'est amusant parce que c'est une analogie avec la situation de départ de la Fabrique des Salauds, puisque le personnage principal de la Fabrique des Salauds est au présent, ensuite il va replonger dans son passé, mais est dans un hôpital et il a une balle dans la tête. Il y a toujours un trou dans la tête de vos personnages. Ja, das ist schon fast das Vulnerabelste, was es natürlich gibt, vor allem für einen Autor, die Vorstellung, dass der Kopf ist nicht in Ordnung. Ja, mir war das tatsächlich gar nicht bewusst. Ich hatte hier einen Kritiker oder ja, Kritiker innerhalb des Verlags darauf aufmerksam gemacht, dass sich das doppelt. Da ist sicherlich was Symbolisches dahinter. Aber Sie haben es ja schon gesagt, in der Ma ist eben die Schwere des Lebens repräsentiert. Die Ernsthaftigkeit, das ist eine echte, schon relativ lang dauernde Beziehung, die eventuell auch in Zukunft auf Dauer angelegt ist. Und dagegen kommt jetzt der Moment, dagegen kommt der Augenblick, die Explosion von Emotionen und Sex. Und das repräsentiert sich in Nele. Und was passiert, wenn man diese beiden chemischen Ingredienzen ineinander rührt, ist eben das Leben. Und so ist, glaube ich, auch jetzt dieser Roman, der mir viel mehr Spaß gemacht hat zu schreiben als das Kalte Blut, eine ja, Kompilation fast von verschiedenen Ausschnitten des Lebens. Das ist ja auch eine in der Form von eines Tagebuchs geschrieben, weil ich unbedingt wollte, dass man in die Schuhe des Protagonisten schlüpft und sozusagen aus seiner Froschperspektive, manchmal auch Vogelperspektive, alles erlebt und die Wildheit des Augenblicks mitbekommt. Und dazwischen oszilliert dieser doch sehr gehemmte, schüchterne Mensch zwischen diesen beiden extremen Frauen.
Und das hat mir eben beim Schreiben auch Spaß gemacht. Und ich hoffe eben auch, dass es den Franzosen sehr gefällt, weil ich schon glaube, dass der Erfolg des Kalten Blutes auch eben was mit dem Humor zu tun hatte, der in Frankreich anders rezipiert wurde als in Deutschland. Oui, quand je parlais des différences de registre entre ces deux livres, ces différences sont évidentes, mais ça ne veut absolument pas dire en effet que La Fabrique des Salauds n'avait pas d'humour, et au contraire, il y a un humour grinçant, un humour sarcastique, alors que là, il y a une sorte de libération de l'humour qui prend une légèreté parce que justement, il peut se promener partout dans toute la vie, comme vous dites, c'est très juste. Mais je reviens sur le rapport de Jonas au passé de sa famille, en l'occurrence, et au passé de l'Allemagne, et au passé du monde, c'est-à-dire au nazisme. Les premiers mots de Jonas dans ce journal sont répétés 10 fois. Enfin, c'est une phrase répétée 10 fois. Et cette phrase est « Je ne tournerai pas de film à la con sur les nazis ». Vous disiez qu'il est entre deux femmes, il est aussi entre deux films. Il veut absolument faire un film comme son père ou son professeur le lui a demandé sur le sexe. Il finit par se focaliser sur l'oreille, ce qui vaut des scènes extrêmement drôles où il va interviewer les gens dans la rue pour filmer leur oreille et leur faire parler de l'oreille et de ce qu'ils aiment faire avec leurs oreilles au lit, entre autres. Mais la question de faire un film sur les nazis se pose avec une force de plus en plus grande à travers le livre, et notamment parce qu'un autre personnage féminin intervient, qui est la tante Paula. Et voilà encore un grand personnage féminin, un merveilleux personnage, donc une vieille dame, très vieille dame, juive, qui l'appelle ma tante, mais qui n'est pas sa tante. On apprendra, et je ne vais pas déflorer, quel était son rôle exact dans la famille. Toujours est-il que juif de Riga, on retrouve Riga, on retrouve les pays baltes et la Lettonie comme dans La Fabrique des Salauds. Elle a évidemment subi les persécutions des nazis, mais contrairement à la quasi-totalité des juifs de Riga, elle n'a pas été tuée, et c'est parce que le grand-père de Jonas l'a sauvée. Or, le grand-père de Jonas est un infâme salopard qui a fait partie des Einsatzgruppen, dont la culpabilité est totale et évidente, mais pour elle, il échappe à cette culpabilité parce qu'elle a été sauvée grâce à lui. Alors, on retrouve là le poids de l'histoire qui ne pèse pas sur le livre en même temps, parce que tout est toujours pris dans le mouvement, mais en même temps, tout est très net et notamment très précis historiquement. Et peut-être, si vous voulez, on pourrait parler un peu de ce que vous mettez au jour dans le livre, qui est historiquement précis et très important, qui est un lieu totalement méconnu, qui est l'Institut d'hygiène SS de Riga, où elle a été forcée de travailler pendant l'occupation nazie. Et ce lieu, vous avez consulté des archives pour en parler, et pour autant, il y a eu très peu de travaux historiques sur lui. Donc peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots de cet Institut de l'hygiène SS de Riga, en 1941 à peu près, notamment. Es ist gar nicht so einfach, das zusammenzufassen. Man muss auch sagen, dass das Buch in verschiedenen Schichten aufgebaut ist. Und das, was Sie jetzt angedeutet haben, ist eigentlich ein Geheimnis, das erst sehr spät im Buch aufgedeckt wird. Sie haben es ja jetzt auch noch nicht aufgedeckt, nur angedeutet. Natürlich hat Adoleszenz immer auch was mit der Suche nach Identität zu tun. Auch Liebe, also das Verlieben, der Akt des Verliebens, des Perspektivwechsels und der Mittelpunktverschiebung ist ja eine Identitätssuche. Ja? Also das ist etwas, was man eben erst als Erwachsener lernt, sich eine fremde Perspektive zu eigen zu machen, den Mittelpunkt, also den Selbsterhaltungstrieb zu verlagern auf jemand anderen, ist ja etwas sehr, sehr Schönes. Darum geht es auch in diesem Buch. Es geht in dem Buch um verschiedene Arten des Liebens, die beiden Arten des Liebens, über die wir gesprochen haben, bezüglich der Hauptfigur, und eine noch ganz andere Art, gewisserweise tiefere Art des Liebens, die sehr spät erst in diesem Buch mit großem Ernst
enthüllt wird. Das ist die Geschichte dieser Tante Paula, die eine furchtbare Geschichte hat und deren furchtbare Geschichte gespiegelt wird zu der sehr lustigen, witzigen Geschichte des anderen adoleszenten Erwachsenen Jonas. Aber sie sehen, erleben wir sozusagen auch in der Adoleszenz, sodass auch hier eine andere Art der Liebe, nämlich unter wirklichem Schrecken, unter wirklicher Angst, unter der absoluten Jahrhundertkatastrophe des 20. Jahrhunderts stattfindet. Und da habe ich mich einiger Recherchen bedient, die eben nicht in das kalte Blut geflossen sind, die mich aber nachhaltig beschäftigen, wie mich natürlich meine Familiengeschichte auch nicht mehr verlassen wird, bis ich dann in die Grube steigen werde. Und das fand ich eben so entsetzlich, was ich über das Hygieneinstitut in Riga herausgefunden habe, dass ich Originalzitate, die ich aus den Dutzenden von Zeitzeugen, nee, Interviews kann man es gar nicht nennen, sondern Zeitzeugen verhören, Verhören seitens der Sowjets in den Archiven gefunden habe, dass ich diese Rückblenden nicht selbst erfunden habe, sondern eigentlich als Puzzle zusammengeklebt habe. Also wie so ein, ja, nicht Pastiche, sondern wie eine Montage. Und das ist mir sehr wichtig, dass es eben nochmal eine andere Erzählebene gibt in dem Roman, gar nicht so weit ausgreifend, die dokumentarisch ist, mehr oder weniger, die eben nicht aus meiner Subjektivität kommt. Subjektivität ist schon das, was mich reizt an Narration, sondern die dokumentiert ist. Und diese Vermengung auch von dokumentarischem und absolut subjektivem, das auf Erinnerungen basiert, fasziniert mich in der Kunst. Und ja, das ist sozusagen mein therapeutisches Probieren an meinem Leben. Mais à propos de thérapeutique, à propos de thérapie, la beauté du personnage de Paula est que justement vous êtes extrêmement précis pour décrire l'horreur qu'elle a vue, ce centre d'hygiène de Riga étant un lieu en fait d'expérimentation du gazage, du gazage des êtres humains, et elle est protégée, mais elle voit mourir, et c'est parfois irrémédiable aussi, et pourtant ce personnage, dans ce que vous esquissez de la vie qu'elle a eue entre-temps, aujourd'hui elle est très vieille, est d'une vitalité, d'une force assez extraordinaire, et elle vous permet aussi du coup de faire un lien entre plusieurs périodes de l'histoire du XXe siècle. Elle a connu la Beat Generation, elle est devenue peintre d'ailleurs, on l'a une œuvre de peintre, et elle a connu tout le monde, et elle a vécu cette liberté qui est 10 fois plus vive quand on vient de la terreur. Et ça aussi, c'est entre cela aussi que navigue Jonas. Son apprentissage de la vie, c'est entre les deux. Et donc, il y a dans le livre la période nazie, et puis il y a ce qu'elle a connu, elle aussi, elle est le lien entre tout. Il y a justement la période de la contre-culture, de l'underground. Il y a ce très beau personnage qui accueille Jonas à New York au début, Jérémia, dont vous dites qu'il est Jonas dit qu'il est la décrépitude des hippies à son paroxysme. Et c'est amusant parce que là aussi, dans la Fabrique des Salauds, il y avait un hippie qui était très important, puis c'était le compagnon de chambre à l'hôpital du héros. Et là aussi, c'était le choc entre deux mondes, deux périodes de l'histoire du monde, en fait, entre la terreur et la libération frénétique et parfois absurde que le hippie incarnait. Et il y a une importance particulière pour vous, un attachement particulier chez vous à cette période, à la contre-culture, à la période hippie, ces figures qui reviennent tellement dans vos livres et qui, dans celui-ci, sont particulièrement importantes. Ja, tatsächlich. Also ich war, als ich ein sehr, sehr junger Mann war, ich habe sehr, sehr früh geheiratet und ein Kind gekriegt. Und die Ehe ging in die Brüche und dann habe ich so einen Traum gehabt. Ich hatte schon mit 20 eben eine Familie. Und dann bin ich so mit 23, 24 ausgebrochen und war jahrelang im Ausland. Und da habe ich Jack Kerouac entdeckt. Und wie so viele in meinem Alter, damals war das ein Generationenbuch, unterwegs heißt das Buch, gelesen, also wirklich eine Bibel der Hippie-Generation, aber durchaus auch der 80er Jahre.
Und dann war es natürlich sehr eigenartig, als ich mit Rosa anderthalb Jahrzehnte später nach New York fuhr, dass er befreundet war mit vielen Beatniks. Und ich deshalb auch Allen Ginsberg kennenlernte in einer Situation, die der durchaus ähnlich ist, die im Buch besprochen wird. Damals war ein anderer Beatnik gestorben, gerade paar Wochen vorher, bevor ich dann dort war. Das war Herbert Hunke, also Herbert Hunke hatte deutsche Vorfahren. Und stolperte ich in diesen Kreis, vollkommen fasziniert, ja eher aus einem verklemmten Bildungsbürgertum kommend, und habe das einfach aufgesogen. Und das ist also nicht aufgepfropft auf diesen Roman, sondern es hat sich organisch aus dem ergeben, was ich damals erlebt habe. Und es passte eben sehr gut zu dieser Figur Paula, über die wir gerade sprechen, weil ich da wiederum eine andere Überlebende tatsächlich recherchiert hatte, die dann in diesen Kreisen geblieben ist. So ist das natürlich oft beim Schreiben, dass man sich an der Realität bedient, damit die Erfindung, die es dann auch gibt, nicht allzu fantastisch wird. Tout est très réaliste et en même temps tout est très fantastique. C'est comme si vous alliez chercher justement dans la réalité d'une époque ce qu'il y avait de plus fantastique, ce qu'il y avait de plus irréel, si je puis dire. D'ailleurs, il y a quelques mots, je recommande vraiment à nos auditeurs de lire quand ils l'auront le livre jusqu'au bout et de bien lire les remerciements, parce qu'il y a quelques clés peut-être biographiques, mais surtout vous finissez sur quelques mots. Vous remerciez donc différentes personnes, mais vous remerciez aussi les années 90 elles-mêmes, qui sont le centre de votre roman. Et vous avez à ce moment-là quelque chose sur... Vous jouez un contraste avec notre époque. Vous dites que c'était... Vous parlez des années 90 en disant, je vous cite là, que c'était une période, une décennie d'exception, pleine d'espoir, et où l'espace d'un moment, tout semblait possible. Et vous mettez ça en contraste avec notre époque que vous décrivez de manière, il faut bien l'avouer, assez sombre, une époque rongée par les inflammations politiques, dites-vous, la guerre, les déplacements de population, et par une épidémie galopante de dictateurs. C'est-à-dire, on a, après, comme on lit ça en ayant juste achevé votre livre, tout le bonheur qu'il y a dans ce livre, même si c'est dur et mélancolique, tout ce qu'il y a de lumineux dans ce livre, apparaît quand on lit ces lignes-là comme une sorte de manifeste quasiment. Enfin, en tout cas, une sorte d'utopie réelle que vous jetez à la face d'une époque, la nôtre, que vous jugez, elle, beaucoup plus sombre. Naja, sicherlich ist das eine altersmilde Sentimentalität, die sich dabei mischt. Wahrscheinlich, die Geschichte lebt ja in Konflikten und Auseinandersetzungen. Aber natürlich gab es damals noch Utopien. Rosa ist das beste Beispiel, Rosa von Praunheim. Und alles schien möglich zu sein. Also nicht nur 1996 in so einer bestimmten Epoche. Es war kurz vor 9/11. So etwas war ja nicht zu erwarten. Nicht das, was wir jetzt gerade tun und treiben, diesen Livestream, den hätte man sich damals nicht vorstellen können. Es hat natürlich auch viele Vorteile, aber die Welt ist in gewisser Hinsicht eben entgrenzter und begrenzter zugleich geworden. Und das Utopische, das in dem Roman Sommerfrauen, Winterfrauen so eine große Rolle spielt, aus jeder Hinsicht, diese positive Melancholie, das hat sich vielleicht auch durch mein Lebensalter, durch die Erfahrung, die man gemacht hat, aber auch durch das soziale Umfeld, in das wir alle gebettet sind, doch entscheidend geändert, das glaube ich schon. Deshalb habe ich diesen Roman, den man natürlich auch in irgendeine andere Zeit hätte transponieren können, konkret in die tatsächlichen 90er Jahre versetzt, weil ich das Gefühl habe, nur dort fühlen sie sich wirklich richtig an, wahrhaftig und real, trotz der Fantastik, trotz der Utopie. Auch Utopien können realistisch sein. Und wir leben in einer konservativen Zeit, in der es eben diese Utopien kaum noch gibt. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was ich als junger Mann erlebt habe. Und trotzdem ist es noch möglich. Trotzdem ist es, glaube ich, ein viel positiveres Buch als jetzt Das kalte Blut.
Und wie ich ja schon zu Anfang sagte, das war auch der Antrieb für mich, es zu schreiben. Eine Hoffnung mir selbst zu geben, aber natürlich auch den Menschen, die sich trauen, 2 oder 3 Stunden mit dem viel dünneren Buch jetzt zu verbringen, als es beim Kalten Blut der Fall war. La Fabrique des Salauds était une sorte de portrait du XXe siècle tout entier en cauchemar. Au-delà même de ce que vous dites des années 90, et donc lié aussi à ce que vous en avez connu, vous parlez de sentimentalité, mais sauf que vous allez au-delà, et dès les premières pages du livre, dès ce prologue dont on n'a pas parlé, et dont je laisse peut-être le plaisir de le découvrir à nos auditeurs, parce que ce prologue ajoute une dimension étonnante au livre. Mais en tout cas, il finit par quelques mots. C'est la fille de Jonas. On imagine que c'est vraiment la fille, on ne sait pas. Elle se présente comme la fille de Jonas et elle finit cette petite introduction en disant que lire ce texte, le journal qu'on va lire, c'est au fond rendre hommage au XXe siècle, aux personnalités grisantes qui peuplaient ce siècle, dit-elle. Il y a le cauchemar, il y a la tragédie du XXe siècle dont vous parlez avec beaucoup de précision et de force ici et dans La Fabrique des Salauds, mais il y a quelque chose aussi que vous allez chercher. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes un romancier, non pas du XXe siècle au sens du genre, de la forme, mais enfin vous êtes un romancier plongé dans le XXe siècle. C'est lui que vous racontez et là il s'agit de ces dernières années. Ce siècle-là a une importance particulière dans votre travail. Au fond, quelle est-elle? Ja, mal sehen, was noch kommt. Sicherlich ist es so, dass, wie gesagt, der Roman spielt ja 1996, also am Ende des 20. Jahrhunderts, das so viele Schrecken auch hinterlassen hatte. Und natürlich hofften wir alle damals, man ging ja auf die Jahrtausendwende zu, dass ein vollkommen natürlich auch unschuldiges Jahrhundert auf uns wartet. Und das war ja nicht der Fall. Es kam ja sofort in großen Konflikten und Turbulenzen politischer, kriegerischer Art. Und jetzt muss man sehen, was noch bleibt. Luther hat mal gesagt, auch wenn die Katastrophe droht, wir sollen alle unser Apfelbäumchen pflanzen. Ich glaube, Voltaire hat geschrieben, il faut faire le jardin. Und diese Hoffnung, die darf man halt nicht verlieren. Das treibt uns und das treibt auch dieses Buch. Ich hoffe das jedenfalls. Je pose une dernière question, mais avant cela, je vous dis à tous que, enfin, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions donc dans le chat, la petite touche conversée qui est en bas. Enfin, je vois qu'il y a déjà des messages, mais voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas encore repéré, c'est tout à fait en bas de votre écran. Et dans 5 minutes, on va relayer vos questions pour les soumettre à Chris Krauss. Simplement, vous parlez de l'attente de l'esprit. Enfin, disons que dans cet éloge du XXe siècle que vous faites malgré tout, éloge malgré l'horreur, malgré l'enfer, sur lequel vous ne fermez pas les yeux, mais je reviens sur ce que vous dites dans les remerciements, sur ce « tout était possible », en tout cas dans ces années 90-là. Il y a une scène extraordinaire dans le livre, qui est un cheval qui apparaît dans Central Park, et je ne raconte pas, mais enfin, c'est une des scènes les plus belles. Et d'ailleurs, à la toute fin du journal, Jonas pense à ce cheval. Ce cheval est peut-être le symbole pour lui de ce qu'il a vécu. Et il y a cette liberté-là. On voit un cheval, on voit quelqu'un traverser les rues de Manhattan à cheval. On voit tout c'est possible. Et au fond, c'est un livre aussi sur la liberté. Enfin, c'est peut-être d'abord un livre sur la liberté. Et il y a quelque chose de très touchant par rapport à aujourd'hui. Mais est-ce que, dans quelle mesure, vous, à travers ça, vous tenez un discours aussi sur une liberté qui serait aujourd'hui racornie, réduite, et de quelle manière? Enfin, est-ce qu'on ne peut plus vivre de cette manière-là aujourd'hui? Qu'est-ce qui est rendu impossible désormais?
Nein, natürlich nicht. Und da muss ich, glaube ich, immer sagen, dass es ja ganz stark um Subjektivität geht in diesem Roman. Und die Freiheit ist immer an Jugend gebunden. Das ist ja das Verrückte. Das ist auch das Verrückte an der Figur Paula, die ich ja, wie ich gesagt habe, auch recherchiert hatte. Ich fand es eben so erstaunlich, als ich verschiedenste Biografien von Überlebenden recherchiert hatte, dass sehr oft die Menschen, die diese furchtbaren Qualen im Gegensatz zu ihren Familienangehörigen überlebt hatten, trotzdem auf die Frage, was ist die schönste Zeit in ihrem Leben gewesen, dann sagen, das war die Zeit, in der ich verfolgt wurde, weil ich jung war und Hoffnung hatte zu überleben. Gleichzeitig auch die schrecklichste, das muss man natürlich sagen. Aber das hat mich so erschüttert. Das ist eigentlich am Anfang unseres Gesprächs haben Sie gefragt, was war denn der Auslöser für diese Geschichte. Und ich glaube, tatsächlich war der Auslöser für die ganze Geschichte, sich um meine kleine Erlebnisse da in New York zu kümmern. Diese Recherche, die ich gemacht habe, da habe ich eine Aussage gefunden. Und ich glaube, ich habe die dann auch der Tante Paula untergeschoben, dass die großartigste Zeit, die gleichzeitig auch die schrecklichste war, nämlich die, als sie verliebt war in jemanden in dieser Verfolgungszeit, weil die Liebe und die Jugend, der ist es egal, auf welches Jahrhundert sie trifft, ob aufs 19., aufs 20., aufs 21. In unserer begrenzten Individualität haben wir natürlich immer Hoffnung und deshalb stirbt die Hoffnung auch nicht. Da wird sich nichts ändern, egal wie die politischen Zeitläufe weitergehen. Also bis natürlich zu dem hoffentlich sehr fernen Tag, wo wir uns alle selbst in die Luft sprengen, wird das immer weiter existieren. Und das ist ja das Schöne. Das ist das Schöne an der Literatur, an der Kunst und hoffentlich auch an dem Gespräch, das wir heute Abend hatten. Conversation dont je vous remercie infiniment, Chris. Et maintenant, Sehr Barbara, gerne. peut-être Oui. pouvez-vous relayer les questions? Mais tout d'abord, j'aimerais lire un petit commentaire qui se trouve également dans le chat. Un grand merci pour cette discussion très touchante et précieuse. Donc, j'aimerais commencer par répéter ce petit commentaire avant de venir aux questions qui ont été posées. Et j'ai essayé de résumer un peu. Le passé nazi de votre famille et de votre histoire familiale semble être un thème omniprésent dans la plupart de vos œuvres, les livres ainsi que les films. Est-ce qu'il est possible de s'en libérer? Est-ce que vous avez envie de retourner à des sujets plus légers, par exemple? Est-ce que vous êtes intéressé à la comédie ou la tragicomédie? Vous avez déjà montré un certain don pour la comédie. Donc, voilà la première question. Ja, wir hatten das eben ja im Gespräch auch schon gestreift, dieses Terrain. Aber ich kann nur noch mal wiederholen, ich habe als Komödienautor tatsächlich begonnen, mit sehr leichter Kost. Das ist mir immer sehr leicht gefallen in meiner Familie, ja, tatsächlich eine Nazi-Familie, wurde Humor sehr groß geschrieben, also Witz. Auch ein scheinbarer Gegensatz zu den Klischees, die in der Popkultur so gemacht werden. Selbst das hinterfrage ich halt inzwischen. Natürlich werde ich mich niemals trennen können von dem, wo ich herkomme, deshalb auch nicht von der Vergangenheit. Habe eben in dem neuen Buch doch sehr versucht, lediglich die Triebfeder des Protagonisten dort zu verankern, nicht aber die eigentliche Erzählzeit des Romans. Und habe jetzt auch zwei Projekte, die ich vorbereite, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Aber mich persönlich wird das natürlich immer begleiten, weil es eben eine sehr intensive Erfahrung ist im Leben, mitzubekommen, dass die Geschichte, die man mit eigenen Augen erlebt hat, nicht die ist, die in einer viel komplexeren Realität unsichtbar immer vorhanden war. J'aimerais vous poser une deuxième question que j'ai vue dans le chat qui est liée à ce sujet de l'histoire. Est-ce que vous pensez que l'homme est capable de tirer des leçons de l'histoire
Quand on voit aujourd'hui que l'extrême droite semble devenir de plus en plus forte dans beaucoup de pays, donc qu'est-ce que vous pensez de cette capacité de l'homme de tirer des leçons de l'histoire? Ja, das ist ja das Paradigma von Hoffnung. Also George Santayana hat mal gesagt, wenn wir nicht uns mit der Geschichte beschäftigen, nicht bereit sind zu lernen, sind wir dazu verdammt, sie stets zu wiederholen. Deshalb glaube ich, dass Hoffnung sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass wir die Vergangenheit verstehen. Und ich glaube, deshalb ist tatsächlich in allen meinen Büchern, das merke ich, oder Filmen, das merke ich mittlerweile natürlich auch, die Verhaftung von Charakteren in der Vergangenheit konstituierend. Das ist so. Also ich natürlich kann niemand in die Zukunft sehen. Aber wenn man sich mit Geschichte befasst, das habe ich, das Kalte Blut war ja fast ein Geschichtsroman, dann muss man sagen, dass sich die Geschichte immer in Phasen bewegt hat, nicht unbedingt wiederholt, aber doch zum Teil. Und deshalb bin ich guter Dinge, dass auf diese sehr konservative Phase eine andere kommen wird, die wir vielleicht nicht mehr erleben, so wie wir heute beisammen sind. Aber da bin ich eigentlich guter Dinge, das war bisher immer so. Das ist die Hegelsche Dialektik, die ist nicht tot zu kriegen. Puisque vous avez produit des films, mais aussi écrit des livres, une autre question est liée à ces deux domaines-là. Avez-vous pensé à adapter ces deux livres les plus récents au film aussi? Est-ce que ça a été peut-être offert à vous? Donc, Das kalte Blut et Sommerfrauen, Winterfrauen. Ganz im Gegenteil, es wurde mir nicht angeboten, sondern ich habe es selbst versucht und angeboten, also vor allem das kalte Blut. Das ist ja tatsächlich aus einer Serienidee entstanden und über sehr viele labyrinthische Wege dann zu einem Roman erst geworden. Das verfolgen wir nach wie vor. In Deutschland ist das schwierig, in Frankreich tatsächlich gibt es da ein großes Interesse. Aber das Buch wurde in Deutschland anders rezipiert als in Frankreich und so. Also das habe ich versucht mit dem Roman jetzt bei den Sommerfrauen, Winterfrauen eigentlich gar nicht. Das war wirklich als reines literarisches Projekt angelegt. Das war ja eine Erfrischung für mich. Es ist auch relativ verglichen mit den 10 Jahren, die das kalte Blut gebraucht hat, schnell entstanden. Une dernière question pour le moment dans le chat. Je ne sais pas s'il y aura encore d'autres questions dans le chat. C'est une question très générale. Quels sont vos auteurs préférés, vos auteurs favoris? Das verändert sich natürlich ständig. Also das kann man fast gar nicht sagen. Tatsächlich ist es so, ich habe bis auf Nabokov eigentlich niemanden, den ich immer wieder lese. Also das ist tatsächlich nicht so. Das ist eher so ein Sediment, das sich absetzt. Vielleicht kann man sagen, ja, Nabokov, das finde ich schon faszinierend, weil der Mann eben auch sehr eintaucht in die Psychogenese von Figuren und eine wunderbare Sprache hat. Es hat sicherlich auch mit meiner Lust am kriminellen Diebstahl zu tun. Ich habe mich da manchmal bei seiner Sprache bedient. Und ja, also was jetzt die Literatur anbelangt, ist das wahrscheinlich schon eins meiner großen Vorbilder. Esterházy spielt da auch eine Rolle. Aber da gibt es viele Namen. Aber wenn ich jetzt einen herausgreifen würde, den ich immer mal wieder anschaue, ist es Nabokov. Beim Film verrückterweise Truffaut, den ich auch faszinierend finde, der ja auch sehr stark aus seiner Biografie gearbeitet hat. Sie küssten und sie schlugen ihn, ich weiß nicht, wie er auf Französisch heißt, ja, hat ja auch seine eigene Geschichte als Grundlage. Das ist eine Figur, ein Künstler, der mich auch im Filmischen eben sehr geprägt hat und weiterhin prägt. Et il y a encore une dernière question qui revient encore une fois à la question de l'adaptation de la littérature. Et la question est, est-ce que la littérature devrait être adaptée Ja. au film? Est-ce que c'est bien pour la littérature de l'adapter au film?
Verstehe. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist ja, das geht wahrscheinlich vielen Leuten so, oft eine Enttäuschung, Literatur dann nicht so inszeniert zu sehen, wie es jeder einzelne Leser für sich machen würde. Das heißt, es ist Calling for Disaster, Literatur zu verfilmen. Ich habe nun auch mit einem Regisseur gearbeitet, Volker Schlöndorff, der eigentlich nichts anderes macht, als als großer Literaturliebhaber Literatur zu verfilmen. Der hatte mir mal gesagt, was ihn so fasziniert ist, dass das, was als Bilderstrom entsteht durch das Lesen, eben in ein anderes Medium zu heben. Das ist ja ganz ähnlich wie im Theater. Soll es Theater geben oder, wie mein Germanistikprofessor damals sagte, niemals ins Theater gehen, sondern lesen Sie bitte die Dramen, sonst verstehen Sie sie nicht. Wir bewegen uns in verschiedenen Medien in der Kunst. Und es ist natürlich legitim, eine Geschichte in eine Oper, in einem Musical oder in einen Film zu übertragen, weil es eben nicht nur Verluste gibt, sondern auch Gewinne. Und deshalb ich habe eine andere Haltung mittlerweile dazu als früher. Früher fand ich es sehr, sehr faszinierend und es hat mich fast so zum Film getrieben, weil ich eben diese Lust hatte, Geschichten von anderen mit meinen Bildern zu garnieren. Mittlerweile geht es mir aber so, dass mich Literatur auch stärker fast begeistert als Film. Und ich kann keine klare Antwort auf diese Frage geben, mit der beschäftige ich mich Tag für Tag aufs Neue, je nachdem, wie stark ich frustriert werde durch die Filmindustrie, in der es schon sehr viel mehr um Geld geht als in dem dahinsiechenden literarischen Betrieb. Und ja, ich kann nur sagen, im Augenblick habe ich auch die Skepsis oder teile ich auch die Skepsis, ob es unbedingt sein muss, großartige Literatur, die es schafft, die Menschen in die Imagination zu treiben, auch noch damit zu behelligen, die Imagination des Regisseurs ihnen fortzusetzen. Alors merci, je pense que ce sont toutes les questions qu'on a reçues dans le chat. Merci encore une fois à Chris Kraus et Florent Georgescu et à bientôt, au revoir. Dankeschön, Florent. Dankeschön.